Die Vorbereitungen auf das 900-jährige Stadtjubiläum gehen allmählich in ihre heiße Phase. Die ersten Gratulanten machten dem Geburtstagskind bereits am vergangenen Wochenende ihre Aufwartung. Vom 20. bis 22. April führte die Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren e.V. in Zwickau ihr traditionelles Jahrestreffen durch. Neben der turnusmäßigen Mitgliederversammlung und dem Wiedersehen der Gewandeten stand natürlich das Kennenlernen der Stadt und die eigene Präsentation im Mittelpunkt. Besucher des interkulturellen Festes auf dem Zwickauer Hauptmarkt staunten am Samstag nicht schlecht, als vor dem Rathaus plötzlich eine illustre Schar von historisch gewandter Gestalten auftauchte. Die Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren war auf Einladung der Oberbürgermeisterin nach Zwickau gekommen, um der Stadt ihre Aufwartung zum 900-jährigen Jubiläum zu machen. Ein echter Berggeist war ebenfalls darunter. Aus dem Weserbergland komme ich, weit, weit weg. Da wohne ich in den Höhlen. Aber ich gehöre zu den Nachtwächtern, weil wir nicht nur Nachtwächter aufnehmen, sondern auch Türmer und Figuren. Und darum gehöre ich dazu. Ich habe damals vor 14 Jahren die Gilde mitgegründet. Wir haben mit 11 Personen angefangen. Jetzt sind wir 211. Der Sündelgeist gehört zum Weserbergland wie Rübezahl zum Riesengebirge. Ich bin genau wie Rübezahl ein Bewacher unseres Berges. Ich gehe rum, passe auf. Ich könnte euch Geschichten erzählen, vor allen Dingen mit meinem Zauberstab, was ich da alles mit meiner Zauberwurzel, was ich da alles schon erlebt habe. Mit den Tieren, aber auch mit Menschen. Und wenn ihr manches Mal so durch die Gegend geht und denkt, Donnerwetter, wo muss ich denn lang? Und dann kommt euch die Erleuchtung, ja, dann war das wieder ein Geist, der euch geholfen hat. Und so mache ich das bei uns im Weserbergland auch. Gemeinsam mit den anderen Figuren, Türmern und Nachtwächtern wurde der Berggeist anschließend von der Oberbürgermeisterin im Rathaus empfangen. Von Pia Findeis bekamen die Gäste einen kurzen Abriss über die wichtigsten Ereignisse aus der 900-jährigen Stadtgeschichte. Angefangen von Bertha von Greutsch über die Wiege der Reformation bis hin zum Steinkohlebergbau. In der Muldestadt gab es früher ebenfalls einen Nachtwächter. Heute schlüpft Christian Brettschneider in die Rolle und führt Gäste durch die Stadt. Am Wochenende waren es seine Kollegen von der Gilde, die nicht nur aus Deutschland angereist sind. Alle die, die gekommen sind, und die sind ja gekommen vom Niederrhein ganz oben bis nach Österreich, von Görlitz bis nach Bonn, quer durch und weiter weg und weiter weg. Jawohl, also bisher einhellige Zustimmung. Zwickau ist wunderschön. Es war richtig und gut, dass wir gesagt haben, wir gehen nach Zwickau. Und wir haben es gerade noch mal der Oberbürgermeisterin gesagt. Sehr gut, damals diese Idee bereits vor 3 Jahren geboren. 900 Jahre Zwickau und wir wollten alle dabei sein. Am Ende waren es ca. 75 Teilnehmer, die sich zum Fototermin vor dem Rathaus in Positur stellten und geduldig ausharrten, bis jeder seinen Schnappschuss im Kasten hatte. Anschließend ging es gemeinsam, aber auf 2 getrennten Routen durch die Stadt. Wo sich die Teilnehmer, die heute hier mitgekommen sind, präsentieren, vorstellen, über ihre Region, ihre Städte berichten. Und kräftig in ihre mitgebrachten Hörner bliesen. In diesem Jahr kamen die Zwickauer in den Genuss des außergewöhnlichen Spektakels. 2019 trifft sich die Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren dann in der Mozartstadt Wien.